Was sind POCs, CAPS und Slammer? CAPS, also C-A-P-S. Ja. Gut, das sind Käppli wahrscheinlich. Ja, unter anderem, aber in dem Zusammenhang, wo ich sollte wissen, nein, hat man in den 90ern damit gespielt. Wie steht es denn mit dem Prinz von Bel-Air? Wer und wer war das? Das war ein Film. Nicht ganz. Ich hätte jetzt gedacht, da ein Buch kennst. Vielleicht? Ein Buch? Nein, du bist mit dem Film schon näher dran, aber es ist... Ein Musical. Sagt es da wirklich nicht? Oh Gott, doch, es sagt man schon. Dominik, für mich unvorstellbar, dass man das nicht kennt. Von Bel-Air. Ah, was sind denn Buffalos? Das sagt mir auch etwas. Nein. Ich müsste aber wieder sehr, warten. Sehr grosse Modetrend in den 90ern. Am Mod, ich hätte gedacht, da könnte etwas zum Essen sein. Was denn zum Essen? Keine Ahnung, irgendwie so. Ja, zum Beispiel. Nein. Etwas zum Anlegen. Ja. Sind doch da die Trainingsanzüge, die farbigen? Nein. Nicht? Auch die selber sind wüst gewesen, aber Wüst sein? Gut, das ist also wüst, das ist natürlich geschmacklich in den 90ern. Ah, da könnten noch Schuhe gewesen sein? Ja. Weißt du denn ein Furby? Ah, da ist so eine Plüschfigur, so ein Vogel, wo glaube ich auch können reden oder so. Was ist denn ein Arschgeweih? Ah, da ist ein Tattoo da im unteren Teil vom Rücken gerade über dem Arsch. Da hat es geschafft bis zu dir. Ja, da. Okay. Genau. Da sieht man bei gewissen Müttern heute noch in der Body.